gern, meine Freunde, ich hoffe, ich klimper hier nicht zu arg, aber das kriegen wir bestimmt hin. So. Heute Micha wieder für euch am Start, Gate 104 wie immer. Mittlerweile zum zweiten oder dritten Mal mit dem Hoodie, weil er so geil ist. Aber es geht heute eigentlich um Kenzo. Ihr habt richtig gehört, wir haben Kenzo jetzt in unser Portfolio aufgenommen. War für mich selber erstmal ein neues Gefühl, in so einem Umfeld, in einer solchen Brand stattzufinden. Da müsste ich aber trotzdem ein bisschen ausholen. Und die aktuellen Veränderungen haben wieder das Gespür von mir und dem Team einfach bestätigt, dass wir halt einfach gerade ein sehr gutes Gefühl haben, was wie hin entwickeln muss. Also, Kenzo Takada, in den ersten Teil 1900 geboren, 1954, glaube ich, schon auf der Universität gewesen. Einer der angesagtesten Mode-Unis damals betreten. 1964 auch als einer der ersten, der auf der Universität in Asien als Mann partizipiert hatte. Genau. Fast forward, 1976 die erste Show unter dem Namen Kenzo gehabt. Von da an jetzt mittlerweile 5 Jahrzehnte gibt es die Brand Kenzo als solches. Kenzo Takada als Gründer hat sich 1999 dann schon zurückgenommen, wollte sich mehr in die Kunstrichtung entwickeln, hat extrem viel für die Brand getan, hat auch sehr viel Weg geebnet, ist früh nach Paris gezogen, hat da asiatische Einflüsse mit westeuropäischen Einflüssen vermischt, war auch sehr neu, auch für den asiatischen Markt war das etwas ganz Neues. Er hat eben viel Ursprungs- und Grundaufbau getätigt in diesem Umfeld. Kenzo als Brand hatte 2012 den Durchbruch, wo die zwei Designer, über die ich schon mal berichtet habe, von Opening Ceremony, Hubertus und Carol, dem Kreativteam gejoint sind. Die haben wiederum den hier eingeblendeten Tiger, Print und das Motiv ins Leben gerufen. Dadurch hat Kenzo eine ganz neue Dynamik bekommen. Es war in Paris das erste Mal, dass ein Kenzo Product nach 5 Stunden ausverkauft war. Und da hat der Drive für Kenzo richtig angefangen. Der hat sich jetzt auch bis heute noch aufrecht gehalten. Jetzt war es dann so, dass Olivier dann dazu kam als Lead. 2019 müsste das gewesen sein. Bei Kenzo hat sich viel getan. Neueste Entwicklung, worüber wir natürlich sehr happy sind, ist jetzt Creative Direction bei Nigo. Nigo Human Made, Nigo mit Virgil, jetzt Louis Vuitton Kooperation. Also es könnte wirklich nicht besser laufen. Wir haben jetzt Fall Winter 21 die Winter Capsule, die wir auch jetzt zeitnah im November geliefert bekommen. Als erste Kollektion, wo auch Nigo schon dann im Creative Lead bei Kenzo ist. Aber, glaube ich, aktiv erst zu SS22 mitwirkt. Ich spamme euch jetzt hier zu mit ganz vielen komplexen Namenthemen. Kenzo Takada, Gründer, bis 1999 eben das Handwerk als Creative Lead geführt. Dann gab es den Gap. Dann kamen die zwei Kreativen von Opening Ceremony zu Kenzo. Jetzt kommt Nigo. In der Zwischenzeit war auch nochmal jemand am Start. Da hat sich das Ganze nochmal auch neu aufgestellt. Accessories wurden wichtiger, Footwear wurde wichtiger. Ich glaube, Nigo wird hier ganz viel neuen Wind reinbringen und wir sind als ebenfalls relativ frische Boutique mit am Start. Wir sind im sehr nahen Austausch mit dem European Sales Team, weil sie auch sehr viel Potenzial in unserem Konzept sehen und wir auch sehr nah mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Und so hat sich das eben ergeben. Kenzo hat über die Jahre eben eine neue Definition bekommen. Die ist sehr frisch. Ich sage, es wird auch sehr viel in Zukunft wieder über Kenzo geredet. Nigo wird da einen unendlich großen Teil dazu beitragen. Und ich bin happy. Kenzo, wir nehmen da natürlich auch kein Blatt vor den Mund. Ich bin sehr neutral. Hatte natürlich auch starke und schwache Phasen. Kenzo war auch teilweise nicht verrufen, aber ich sag mal, wurde schon ein bisschen gestempelt für eine gewisse Zielgruppe
was Customer angeht. Ich sage so, da findet ein krasser Wechsel statt und es wird wieder jung, agil, frisch, kreativ und all das, was wir halt brauchen, um in so einem Konzept neben den Brands auch stattfinden zu können. Wir als Gate profitieren natürlich davon, dass wir natürlich ganz viele neue Kunden erschließen, aber auch aufzeigen, ey, Kenzo ist für die Nischen, Customer, für die Early Adapters auch auf jeden Fall tragbar, weil da ein neuer Wind ist und das darf man halt nicht unterschätzen. Wir verbiegen uns nicht, wir sind immer geradlinig und wir schätzen die Zusammenarbeit mit Kenzo. Wir müssen aber auch kein Blatt vor den Mund nehmen, dass es in der Vergangenheit eben auch Hochs und Tiefs gab, was kreative Sachen angeht. Und wir sind sehr stolz auf die neuen Wege und die neuen Schritte, die wir jetzt mit Kenzo gehen werden. Wir haben Bock drauf, wir haben Bock, das auch mit euch zu machen. Wir glauben auch an die Unterstützung von unserer Community und wir sind sehr happy darüber, dass eben jetzt neue Wege gegangen werden. Das Tiger-Motiv und die lauten Kenzo-Typos sind Teil von Kenzo way back. Ich blende euch hier mal ein paar Laufstege ein über die Jahrzehnte. Da seht ihr auch schon, dass Kenzo auch viel anders kann. Und wir sind jetzt gespannt, wie viel Modernität, junge Agilität Nigo da reinbringt. Und ich glaube, den Schritt, den Nigo macht, ist auch die Bestätigung dafür, dass da Potenzial in einer Brand ist, die sich dann wieder neu erfinden kann und noch weiter und noch stabiler wachsen kann. Wie ich euch gesagt hatte, ich glaube 2012, nach all den Jahren, war das erste Mal, dass Kenzo, oder war es 2017? Blenden wir euch korrekterweise ein, dass Kenzo schwarze Zahlen geschrieben hat. Also es war so ein Wachstum in der Brand über die Jahrzehnte, dass sie so viel neu ausprobiert haben, dass das Geldmachen als solches gar nicht im Vordergrund stand. Und jetzt haben sie sich so platziert und jetzt haben sie so den Drive aufgenommen mit der Legacy, die Takada mitbringt, über die Erfahrung, die die ganzen Designer in der Zwischenzeit zum Brandwachstum beigetragen hat, dass jemand, der so viel Erfahrung hat wie Nigo, eben das jetzt weitertragen kann und eben neue Meilensteine setzen kann. Wir freuen uns drauf, wir werden nächstes Jahr bestimmt Events mit Kenzo zusammen realisieren können. Ihr habt ein bisschen was dazu gehört, lasst euch überraschen, seid offen, wir freuen uns ganz krass darauf, was als nächstes kommt. Ich sage euch noch was zu meinem Outfit von Bo Boccaccio, weil sie so bequem war. Die Treffpunkt-Pant, wir hatten letztens das Lounge-Event oder den Pop-Up mit den Treffpunkt-Jungs, das ist auch ein Berliner Kollektiv. Checkt die Jungs auch aus, sind Freunde und mittlerweile Familie. Ich danke für den Support, wir halten uns gegenseitig den Rücken frei in Berlin. Dann habe ich meinen Junjay-Sweater, Innerraum, Schlüsselband, Red More Cap. Michael ist raus, ich danke euch, bis dann, haut rein, peace, peace.